Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, wir werden heute ein bisschen Nebenquests machen, weil ich möchte eigentlich Stufe 34 werden, damit ich in dem neuen Gebiet ein bisschen weitermachen kann. Wo war denn das? Warte mal, das war hier drüben, glaube ich. Das feiern wir es nicht. War das hier irgendwo? Wo war das? Das müsste hier gewesen sein. Genau, hier sind die ganzen Quests Stufe 35. Und genau, damit ich hier halt ein bisschen weitermachen kann, da werden wir jetzt ein bisschen Nebenquests machen und anfangen tun wir mit dieser hier. Ist Ich will nicht, dass zwar du ja mit Stufe uns spielst, verrohte 28, aber. Menschenfresser. Willst du in Stücke gerissen werden? Jetzt komm da weg. Glaube, dass wir da ziemlich schnell Jimmy, EP kriegen können. vergib mir. Ich konnte es nicht überhören. Sagtest du eben Menschenfresser? Ja, der Menschenfresser holt sich schon seit Monaten die Leute von hier. Menschen werden vermisst. Weiß der Philakketai davon? Die Philakketai sind nutzlos. Erst letzte Woche sind drei Fischer verschwunden. Kurz darauf trieben Stücke von ihnen im Fluss. Sie haben nichts getan. Wir wissen sowieso, wer es ist. Der verrückte Alte da hinten. Wir behalten ihn im Auge. Die Dinge sind oft nicht, wie sie scheinen. Ich sollte mit dem Menschenfresser reden. Er könnte von Zubek besessen sein. Okay. Er ist zu verrückt, um der Menschenfresser zu sein. Das ist wieder eine Untersuchungsquest. Schauen wir doch mal. Er frisst die Opfer von Zubek. Auf seinem Land verschwindet niemand. Schauen wir doch mal. Tauchen bloß im Fluss bei seinem Haus auf. Alles, was in die Strömung gerät, wird hier angespült. Ja, hier sehen wir schon einen Haufen Körperteile und so weiter. Fleisch. Faulig und aufgedunsen. Und schwer zu identifizieren. Es kommt von stromaufwärts. Das ist ja das reinste Schlachthaus hier. Aber ich weiß nicht, ob das Menschenfleisch ist. In all meinen Jahren als Magi. Da ist Fleisch in den Körben mit dem Fischfutter. Okay, das tut uns anscheinend. Etwa Menschenfleisch? In all meinen Jahren als Magi habe ich so etwas noch nicht gesehen. Es wird von weiter stromaufwärts angeschwemmt. Haben wir hier noch etwas? Okay. Okay, dann scheint so eine Höhle zu sein. Okay, sind aber auch Krokodile im Wasser. Ich glaube, wir werden mit dem Boot mal am besten dort hinüberfahren. Und schauen noch mal, was uns dort in der Höhle erwartet, Leute. Ist eine Art Krokodilhöhle oder so? Okay, hier sind auch schon Blutspuren. Neck. At the water. Mehr Leichenteile. Wo kommen die bloß alle her? Noch mehr Blut im Wasser. Es kommt aus dieser Höhle dort. Okay, bei Amun, was geht da vor sich? Das wollte ich jetzt nicht. Gehen wir nochmal rein, weil ich glaube, mit dem Brot wird es da eher schlecht sein. Okay, finde den Ursprung der Körperteile. So in die Höhle erkunden. Na, geh runter. So, okay, hier wird es weitergehen. Boah, hier alles Körperteile. Heftig. Ah, scheint eine Art Barbarenlager zu sein oder so. Oh, lalalalalala. Wo bin ich gelandet? Es stinkt nach Tod. Hier müssen all die Leichenteile herkommen. Alter Schwede. Schön, wenn man hier richtig viel sieht. Amun. So viele Leichen. Alle angefressen. Und dieser Gestank. Hallo? Wer ist da? Amun. Bitte, hilf mir! So viele Leichen. Alle angefressen. Und dieser Gestank.
Guter Wein und Erfrischung. Wer hier gesessen hat, wurde gut umsorgt. Ja, die werden sie wahrscheinlich gemästet haben. Kissen und Luxus. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Okay, da haben die hier Zuschauer gehabt anscheinend. Alles klar. Das wird wahrscheinlich ein nächstes Opfer sein. Was? Wie bitte? Den Göttern sei Dank. Schnell, wir müssen gehen, bevor ihr zurückkommt. Wer? Was geht hier überhaupt vor? Der Einbalsamierer. Er wirft den Krokodilen Menschen vor. Seine Gäste sehen zu, wie sie zerrissen werden. Ganz ruhig. Du bist sicher. Wo ist er jetzt? Sicher? Keiner ist hier sicher. Er hat mich auf dem Markt entführt, als ich Fische verkauft habe. Ich verschwinde hier. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass jemand zu so etwas fähig sein könnte. Ich werde einen Weg zum Markt finden. Das ist seine letzte Vorstellung gewesen. Ich glaube, in dem alten Ägypten war das teilweise schon grausam. Okay, dann schauen wir doch hier mal durch. Hier würde es rausgehen. Können wir noch mal snacken? Was für eine Dekadenz. Der Einbalsamierer scheffelt eine Menge Geld. Brief an den Einbalsamierer. Wir plündern auf jeden Fall alles, was geht. So, 350 Mede. Alles klar, dann gehen wir doch mal hier hoch. Richtig schön versteckt, kann man sagen. Du da! Halt! Was? Du da? Im Radio. So, schauen wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Könnten wir... Das geht nur die Richtung dort. Dann gehen wir gleich hier hoch. Dann schauen wir doch mal, ob wir die Menschenfresser finden, Leute. Okay, was jetzt? Ein böses Omen! Sobek ist krank! Hetesoros zürnt. Sobeks Abbild zeigt den Willen des Gottes. Was sollen wir tun? Ich werde Sobek heilen! Ihr betet weiter. Okay, den Sobek hatten wir in einer anderen Folge, haben wir den gerettet. Habe ich aber leider offscreen gemacht. Der müsste uns eigentlich gut gesandt sein. So, schauen wir doch mal. Morias. Hast du die Augen gesehen? Da ist... Gemeinsam! Der Erfolter ist tot! So, Ruhe im Puff. Ich dachte, die heiligen Krokodile von Krokodilopolis wären zahm. Ich weiß nicht, was da los war. Petesuchos hat noch nie jemanden angegriffen. Seine Augen wurden rot. Hast du es gesehen? Zürnt Sobek uns etwa? Neck. Selbst die Götter wenden sich von den Menschen ab. Wo ist Petesuchos jetzt? Unser Priester Sehetep brachte den Gott zurück zum Becken im Tempel. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Irgendetwas ist hier faul. Ich sollte mir das Krokodilgehege anschauen. Okay. Und dort war ich ja schon. Das ist auch
Ist gar nicht so weit weg. Ist es das Gehege? Nee, das ist ein anderes. Das war nämlich damals mit der Quest, das war hier oben. Oben, glaube ich, war das irgendwo. Okay, schauen wir nochmal. Krokodilopolis. Alter, muss ich da unten wirklich rein, oder was? Der greift mir doch sofort an, wenn ich da runtergehe. Keine Spur vom Priester. Petesuchos ist aufgebracht. Ich bleibe lieber unbemerkt. Jemand wurde hier verletzt und ist dann die Treppe hochgegangen. Ich weiß nicht, ob er mich angreift hier. Eine faulige Flüssigkeit. Ah, der Gestank brennt in den Augen. Ah, Nick. Okay, hier komme ich nicht rein. Kadaver. Angekaut, nicht gefressen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ich müsste eigentlich hier rein. Aber wie komme ich dort rein? Muss ich irgendwie... Gibt es hier noch einen anderen Weg? Ja, ist mir schon klar, aber wie komme ich dann dort rein? Vermeidet das Heilkrokodil lange. Das ist ja dort hinten drin. Oder dort unten drin sozusagen. Gibt es irgendwie einen anderen Weg rein? Also dort unten ist auf jeden Fall zu. Ja, da hinten scheint auch noch ein Eingang zu sein. Warte mal, muss ich auf die Karte schauen. Wir sind jetzt hier. Wir müssten dann rein theoretisch hier irgendwo reinkommen. Schauen wir mal. Machen wir mal dann einen Marker hin. Und schauen wir mal auf die andere Seite. Hier geht es ja auch nicht rein. Nee. Okay, schauen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht kommen wir von der Seite rein. Gehen wir mal hier rüber. Wir müssten ja eigentlich von hier dann reinkommen. Hier müsste irgendwo was sein. Ah, da sieht man schon, da sind Blutspuren. Okay. Okay, alles klar. Ja, okay. Ein Priestergewand. Es ist voll mit Blut. Wer auch immer das trug, war schwer verletzt. Die Blutspur führt nach draußen. Okay, alles klar. Schauen wir mal. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier müssen wir raus. Hier war das. Das war mir klar, dass hier auch noch Krokodile rumfleuchen. Aber es passt mir eh, weil ich brauche sowieso ein bisschen Materialien. Also. Dass ich meine Ausrüstung weiter leveln kann. Krokodilen. Was hat er hier gemacht? Tragen?
Notizen eines ptolemäischen Soldaten. Gift für Krokodile. Warum legen wir uns mit den Krokodilgöttern an? Mischen einer sauberen Fiole den Inhalt einer braunen und einer schwarzen Fiole. Nur ein pro Krokodil in ihr fressen. Vorsicht, zu viel ist tödlich, aber sie sollen nur krank werden. Hol dir das Krokodil, die anderen sind nur ein Bonus. Nicht mit bloßen Händen anfassen, schwärzt die Haut, brennt wie Sau. Triff die Giftmischerin am südlichen Hafen. Wenn du fertig bist, Melina, der Hibiskus wie die Blume, achte darauf, den Namen richtig zu sagen. Sie hat schon Menschen getötet, die ihn falsch gesagt haben. Das war der Mann, der die Krokodile vergiftet hat. Er hat die Befehle von Melina, dem Hibiskus, bekommen. Ein schöner Name für eine Mörderin. Sie ist beim Neorion Marina Arsenal im Süden. Wer wagt es ein... Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir dort... Okay, ist dort... Schnellster Punkt wäre eigentlich, wenn wir hier... Werde machen. Dann schauen wir doch mal, ob wir die Melina kriegen. Alles klar. Bewegung, los! Können wir uns die Stadt ein bisschen anschauen, Leute? Hier ist der Ort. Der Hibiskus ist sicher in der Nähe. Eine Frau sollte unter Ptolemäus-Soldaten nicht schwer zu finden sein. Das muss sie sein. Ein violettes Kleid. Genau wie eine Hibiskusblüte. Okay, wie komme ich da ran, wenn ich jetzt hier hochgehe? Ja, wir gehen seitlich auf jeden Fall entlang. Dass wir nicht gleich das ganze Arbeiterlager da ziehen. Oder das Lager von denen. Arbeiterlager ist ja Quatsch. Gehen wir mal hier ein bisschen. Sollte die mich noch angreifen hier? Halt! Bleib stehen! Nee, bleib nicht stehen. Auf jeden Fall wieder gut bewacht und genau hier wollte ich hoch. Okay, bin eins zu früh hoch. Den Kameraden schalten wir auf jeden Fall noch aus. Alles klar. Und hier müsste doch irgendwo sein, die Bitch. Wird auf jeden Fall nicht leicht werden, weil hier ein Haufen Wachen sind. Hey. Okay. Ich glaube, die könnten wir kriegen.
ausschalten wäre schon nicht schlecht. Aber sie rennt schon wieder so weit. Meine Fresse. Siehst du denn das Haus rennen? Natürlich jetzt schlecht, aber warte, ich komme natürlich hier rüber. Und dann müsste ich sie schon bekommen. Kleine Frau. Talentiert, aber verdreht. Sehetep. Er war der Priester am Tempel. Götter. Immer die Priester und das Geld. Das Gift war nur zur Schau. Immerhin werden die Tempelkrokodile nicht sterben. Ich sage es dem Wächter. Beschützt den Kyrios! Konzentrier dich. Keine Pax. Wenn er kommt, ist er tot. Wir sind im Vorteil. Okay, wir rennen jetzt immer. Oh, 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 oh. Okay, müsste passen. Aus dem Weg! So, ein paar Meter noch, Leute. Wächter des Sobek. Die Krankheit war kein Omen der Götter. Die Krokodile wurden vergiftet, aber sie werden sich erholen. Vergiftet? Bist du sicher? Von wem? Der wird mit seinem Leben bezahlen. Euer Priester Sehetep war verantwortlich. Er versucht, die Spenden eurer Anhänger zu erhöhen. Was? Sehetep ist Sobeks rechte Hand. Er würde das nie tun. Was du sagst, ist Blasphemie. Ach, ihr Priester. Haltet immer an eurem Aberglauben fest. Du kennst die Wahrheit. Die Götter werden beurteilen, was du mit ihr machst. Okay, Quest abgeschlossen. Sobeks Tränen. Gut, Leute, damit würde ich sagen, machen wir doch einen Cut an dieser Stelle und
schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall Nebenquests machen, glaube ich, noch. Also ein, zwei Folgen, denke ich mir, müssen wir noch ein bisschen questen, damit wir auch die Stufe 34 haben und damit auch weitermachen können in der Hauptstory. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen, wenn ihr mich hier ein bisschen unterstützt. Genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet auf jeden Fall ein. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Andi.